Was heißt das eigentlich? Wir haben einige Texte, in denen gesagt wird, Fulan und Fulan, wer so und so macht, und das sind Sünden, kein Kufr, kein großer Kufr, der wird das Paradies nicht betreten. Was heißt das? Der wird das Paradies nicht betreten. Also nie, der wird für immer in der Hölle bleiben. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Im Madhab der Ahlus Sunnah ist das nicht gemeint. Damit ist entweder gemeint, dass er, die meinen zum Beispiel, wer das für legitim ansieht, eine konsensuell verbotene Sache legitim ansieht. Aber das ist ein bisschen schwach, dieser Ta'wil, weil das begrenzt sich dann nicht nur auf diese Sünde. Das ist ja bei allen Dingen so, die konsensuell verboten sind. Manche sagten, damit ist gemeint, er wird nicht anfänglich und eingangsgleich ins Paradies eintreten, sondern erst nach einer Weile. Ja. Und dann gibt es noch andere Ta'wilat. Auf jeden Fall hier ist nicht gemeint, dass er niemals ins Paradies eintreten wird. Denn das Paradies, die Hölle wurde für die Kuffar geschaffen. Allah Ta'ala sagt, U'iddat lil kafirin. Für die Kuffar vorbereitet. Nicht für die Muslime. Auch wenn der Muslim da reingeht, es ist aber nicht für ihn vorbereitet. Ja.